Bin ich ein Sozialist? Ja, diese Frage möchte ich heute mal ein bisschen locker kommentieren. Also bis gleich. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Meine Wiki-Welt. Ja, je nachdem, in welchem Kontext ich mich bewege, werde ich mal als Linker und mal als Rechter wahrgenommen. Das ist ehrlich gesagt eine Position, die mir nicht so ganz unangenehm ist. Definiere ich mich politisch gesehen doch als politische Mitte. Ja. Und ich möchte heute mal darüber nachdenken, warum ich mich nicht als links bzw. nicht als Sozialist begreife. Das ist jetzt nicht zwingend gleichbedeutend. Also man kann durchaus Formen von linksprogressiv definieren, die nicht zwangsläufig auf Sozialismus rauslaufen. In der Praxis sind sich doch die beiden Positionen relativ nah. Also links heißt meistens, dass man zumindest gewisse Sympathien für den Sozialismus hegt. Und ich verstehe mich selber nicht als Sozialist. Ich werde hier hauptsächlich über den Sozialismus nach marxistischer Prägung sprechen und eigentlich unabhängig davon, ob das jetzt eher demokratisch-sozialdemokratisch zu verstehen ist oder im Sinne des Kommunismus. Weil gewisse grundlegende Überzeugungen doch relativ ähnlich in beiden Lagern sind. Die unterscheiden sich dann im Wesentlichen über die Wahl der Mittel, wie eine gerechtere, egalitärere Gesellschaft erreicht werden soll. Aber die grundlegenden anthropologischen Vorstellungen sind doch relativ ähnlich. Und hier bin ich bei dem letzten Satz schon im Grunde genommen im Kern meiner Kritik. Und das besteht darin, oder die Kritik besteht darin, dass ich am Sozialismus, insbesondere am Marxismus, kritisiere, dass im Grunde genommen nur ein sehr schwach ausgeprägtes, ausformuliertes Menschenbild vorhanden ist oder ein sehr vereinfachendes und vielleicht übermäßig simplifizierendes Menschenbild. Ich möchte gleich dazu ergänzen, dass auch andere politische Ideologien mit ähnlich einfachen Menschenbildern operieren. Der Liberalismus, da gibt es den Homo economicus als sozusagen eine ganz simple Form des Menschenbildes, die ähnlich simpel ist wie das Menschenbild des Sozialismus, das ich gleich charakterisieren will. Der Konservativismus macht sich ein bisschen einfach, weil er im Großen und Ganzen Erkenntnispessimist ist, was die Natur des Menschen anbelangt und daraus dann eben entsprechende Schlussfolgerungen zieht, beziehungsweise dann mitunter auch ein eher pessimistisch-negatives Menschenbild verfolgt. Ja? Das auch nicht mitunter sehr differenziert ist. Also das primitive Menschenbild, wenn man so will, ist also hier kein Monopol des linkssozialistischen Denkens. Das gibt es in allen Lagern. Das Menschenbild des Sozialismus ist überspitzt formuliert durch die ja auch schon von mir immer wieder zitierte Formulierung zu charakterisieren. Alle Menschen sind gleich, Differenz entsteht durch Sozialisation. Ja, natürlich ist dieses Menschenbild falsch in seiner Gänze, also wissenschaftlich nicht haltbar. Wir wissen sehr wohl, dass Dinge wie Genetik oder Hormone etc. natürlich auch eine Rolle spielen bei dem, was der Mensch ist und dass die Menschen sich sehr wohl in ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten und Talenten natürlich sehr stark voneinander unterscheiden. Ja. Insoweit man das nicht zu primitiv betreibt, ist es durchaus so, dass das aus verschiedenen, ja, ich will mal sagen, Stärken und Schwächen von Menschen nicht zwingend eine Hierarchie abzuleiten ist. Ja. Also wenn man natürlich den Intelligenzbegriff zugrunde legt, dann scheint hier sowas wie eine Hierarchie sich zu ergeben. Wenn man dann aber doch genauer hinschaut und in Betracht zieht, dass Intelligenzquotienten sich in der Regel aus mehreren Komponenten zusammensetzen, ist das schon wieder nicht so leicht. Denn wie wenn man diese mehreren Komponenten, diese Teilleistungsstärken bei der Intelligenz, die verschiedenen Intelligenzunterarten, wie man die zu einem Quotienten verrechnet, ist durchaus nicht eindeutig. Und dadurch ergibt sich auch die Tatsache, dass sobald man eine mehrdimensionale Sichtweise hat, man nicht eindeutig eine Art Hierarchie definieren kann. Beim Thema Hierarchie
ist es so, dass naturgemäß das linksprogressive Denken Hierarchien eher abgeneigt ist, allgemein gesellschaftlichen Hierarchien, nichtsdestoweniger dem linksprogressiven Denken trotzdem auch eine gewisse hierarchische Struktur selbst innewohnt, und zwar durch den Leitwert, den zentralen Wert der Progressivität. Das ist jetzt ein Aspekt, den ich jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen will, aber das ist tatsächlich etwas, was es dann in der Praxis mitunter doch auch dazu führt, dass linksprogressives Denken auch autoritäre Züge eben annehmen kann, beziehungsweise auch angenommen hat, und auch das egalitäre Denken mitunter dann eben zur Formel, zum Formelkompromiss oder zur reinen Parole sozusagen verkommen kann. Es soll jetzt hier um das Menschenbild gehen, und das sozialistische Menschenbild hat erstmal einen großen Charme auch für sich, weil es natürlich einen Aspekten des Menschseins relativ klar ausspricht, nämlich seine Bezogenheit auf die Umwelt und auch dadurch auf die Tatsache, dass der Mensch durch die Umwelt geprägt ist. Das ist ja offensichtlich der Fall, das ist wahr. Das heißt, mit sozialistischer Perspektive kann man durchaus viele Aspekte des Menschseins verstehen. Und wenn man diese rein auf Umwelt fixierte Sichtweise auf den Menschen eben wählt, hat das darüber den Vorteil, dass man auch gewissermaßen Handlungsmaximen irgendwie ableiten kann. Also wenn tatsächlich das, was der Mensch ist, umweltbedingt ist, kann man die Verhältnisse verbessern, wenn man die Umwelt verändert, wenn man sozusagen in den sozialen Kontext, in die Gesellschaft eingreift, dort Maßnahmen ergreift, kann man eben, hat man eben unter dieser Sichtweise, dass der Mensch im Wesentlichen von seiner Umwelt geprägt ist, kann man den Schluss ziehen, dass tatsächlich durch den Umbau der Gesellschaft eine bessere Gesellschaft und vielleicht sogar auch ein besserer Mensch sich herstellen lässt, bewirken lässt. Ja? Also so gesehen ist es natürlich klar, dass im politischen Kontext das sozialistische Menschenbild eine gewisse Attraktivität aufweist, und natürlich insoweit man überall auch Umweltabhängigkeiten findet bei Menschen, findet man auch überall Plausibilitäten für die Richtigkeit dieses Weltbildes, aber es ist eben ein sehr einseitiges Weltbild. Wenn man jetzt ein, ich will mal sagen, fehlerhaftes oder unvollständiges Menschenbild nimmt und daraus relativ starke Konsequenzen für die Gesellschaft ableitet, dann ist das natürlich gefährlich. Also es liegt einfach auf der Hand, dass man Fehleinschätzungen, Fehlkalkulationen vornimmt, wenn man eben kein vollständiges Menschenbild oder kein hinreichend tiefes Menschenbild hat. Und da bin ich an der Stelle eben tendenziell empiriker und auch tendenziell einfach vorsichtiger eingestellt, weil ich sage, wir haben den Menschen nicht so gut verstanden, dass wir sehr weitreichende, holistische, gesellschaftliche Konzepte mal so eben auf dem Reißbrett entwerfen können, das umsetzen können und die bessere Welt auf die Weise schaffen. Also diesen Optimismus, den so der klassische Kommunismus eben auch hatte, diesen Optimismus teile ich nicht. Ja? Um einfach mal klar zu machen, was für mich eigentlich ein hinreichend tiefes Menschenbild bedeutet, muss man sich einfach nur mal vor Augen führen, welche Wissenschaften sich mit dem Menschen beschäftigen. Ja? Ich will nur mal vier aufzählen, die meines Erachtens hochrelevant sind. Das ist natürlich die Psychologie, ja, selbstverständlich, aber es ist bei weitem nicht die einzige Wissenschaft, die hier relevant ist. Dazu kommt für mich auch noch die Soziologie, die Verhaltensbiologie des Menschen, man nennt sie auch Ethologie, ja, und auch noch die Geschichte. Ja. Jede dieser vier Wissenschaften hat auf das Menschsein oder untersucht das Menschsein unter einer ganz spezifischen Perspektive, und alle vier Wissenschaften sind nach meinem Dafürhalten für die Frage, was ist der Mensch, relevant und einschlägig. Ja, natürlich kann man auch noch sagen, die Philosophie ist ja vielleicht irgendwo ein Stück weit das Dach, da gibt es ja auch ganz grundlegende Fragen nach dem Menschen, was ist das menschliche Bewusstsein, was ist mit dem Geist Körpergegensatz, wie verhält es sich da? Da gibt es also auch ganz grundlegende philosophische Schwierigkeiten, weil
es eben keineswegs so einfach ist, Menschsein auf eine einfache wissenschaftliche Formel zu bringen, wenn alle Wissenschaften doch auch nur wieder von Menschen ausgedacht sind. Also das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem und die Tatsache, dass man hier keine nicht so einfach simple Antworten finden kann, zeigt das eben auf und zeigt auch auf, dass hier natürlich viele verschiedene, auch philosophische Positionen gibt, die nach wie vor nicht wirklich klar entscheidbar sind. Ne? Gut, wenn es also so ist, dass wir diese vier Wissenschaften eigentlich bräuchten und darüber hinaus natürlich noch mehr, also Geschichtswissenschaft, da hängt jetzt auch, wenn man so will, die ganzen historischen Wissenschaften, Kulturwissenschaften auch letztlich mit dran, die jetzt nicht speziell auch in der Geschichte verankert sind, was weiß ich, Kunstgeschichte, Wissenschaftsgeschichte etc., die spielen ja da auch alle mit rein. Und das zeigt auch, was für eine gigantische Aufgabe das eigentlich ist und wie wenig wir da eigentlich allgemein gültig auch formuliert haben. Also im politisch-gesellschaftlichen Kontext haben wir an der Stelle eines materiellen Menschenbildes, also eine wirklich wissenschaftlich fundierte, ganzheitliche Antwort auf die Frage, was ist der Mensch, sowas wie die humanistisch formulierten Menschenrechte. Ne? Also das, die nehmen so ein bisschen die Platzhalterfunktion für ein Menschenbild wahr, ist aber eben nur relativ einseitig. Also da wird nur ausgesagt, welche grundlegenden Naturrechte dem Menschen zukommt. Aber die Frage, was ist der Mensch, wie funktioniert er, was ist im Bereich der Freiheit, was nicht, etc., was haben uns diese ganzen Wissenschaften in der Tiefe über das Menschsein, über die menschliche Gesellschaft, über menschliches Verhalten zu sagen, ist da natürlich nicht mit inbegriffen. Und wir haben eigentlich, was das anbelangt, ein ganzheitliches Verständnis von Menschen, haben wir auch im 21. Jahrhundert leider relativ wenig in der Hand. Natürlich ist es immer wieder auch so, dass sich Einzelwissenschaftler dann dazu aufschwingen und die Fachperspektive gewissermaßen auf ein allgemeines Niveau heben. Ja, man kann also auch biologistisch auf den Menschen schauen. Das sind dann vielleicht Verhaltensbiologen, die werden eher konservative Konsequenzen aus ihrer Forschung ziehen, während Soziologen tendenziell eher progressivistische Schlussfolgerungen aus ihrer Forschung ziehen will. Das sind wie gesagt nur Tendenzen. Es gibt natürlich auch Soziologen, die jetzt nicht linksprogressiv sind. Luhmann zum Beispiel war ja jetzt kein Linker im Sinne des Marxismus oder der Frankfurter Schule. Sodass natürlich wir schon irgendwie so Versuche haben, so ein ganzheitliches Menschenbild zu bekommen, aber im Grunde genommen sind wir da noch bei weitem nicht so weit, dass das gewissermaßen der Gestalt in das Allgemeinbewusstsein gedrungen ist, dass wir sagen können, wir haben relativ gute Vorstellungen davon, was der Mensch ist, und wir haben das allgemeingültig formuliert und diese verschiedenen Perspektiven auch integriert. Das führt eben dazu, dass Perspektiven auf den Menschen, die jetzt nur aus einer beschränkten Perspektive kommen, eben auch einseitig sind. Ja? Also und das, was ich jetzt für die verschiedenen Wissenschaften gesagt habe, gilt natürlich innerhalb der Wissenschaften genauso auch. Die Psychologie verfügt über kein ganzheitliches Menschenbild. Da gibt es sehr, sehr viele theoretische Ansätze, sehr viele Persönlichkeitstheorien, historisch noch mehr als auch in der Gegenwart diskutiert. Nichtsdestoweniger hat die wissenschaftliche Psychologie auch die Tendenz dazu, sich in Einzelforschung zu verlieren und ganzheitliche Perspektive, aufgrund derer man ja, politisch-gesellschaftliche Fragen vielleicht auch beantworten könnte, sind eben vor dem Hintergrund der aktuellen Forschung, die sehr kleinteilig ist, nicht so ohne weiteres möglich. Ja. Das ist ein ganz, ganz grundlegendes Problem und es steht uns auch im Wege dabei, ein Stück weit gesellschaftliche Diskurse zu versachlichen. Denn dieses Fehlen eines wissenschaftlich fundierten, ganzheitlichen Menschenbildes führt dann dazu, dass anstelle dessen ja, in den verschiedenen weltanschaulichen Lagern gewisse Glaubenssätze stehen. Ja, also weil uns an Wissen fehlt, ersetzen wir das durch Glaubensüberzeugungen. Ja,
Das sind sozusagen Platzhalter für noch nicht vorhandenes Wissen oder idealerweise wären sie so. Mithin bekommt man aber auch den Eindruck, dass wir hier letztlich mit Religionen zu tun haben und Wissenschaft auch gar nicht so gern gesehen ist, weil sie eben die eigenen religiösen Überzeugungen dann ein Stück weit in Frage stellt. Ja? Und das ist das Problem. Also das heißt, wir haben im Reich der politischen Weltanschauung immer noch mit sehr viel Glauben zu tun und speziell gilt das eben auch für den Sozialismus. Diesen Mangel eines substanziellen Menschenbildes im Sozialismus ist durchaus auch den Sozialisten nicht verborgen geblieben. Deswegen hat es Versuche gegeben, im 20. Jahrhundert den Sozialismus als eine ganzheitliche gesellschaftlich-politische Theorie mit einer anderen ganzheitlichen Theorie zu verheiraten. Und das ist die Tiefenpsychologie, insbesondere die Psychoanalyse von Freud. Innerhalb der psychologischen Forschung oder innerhalb der Persönlichkeitspsychologie kann man schon sagen, dass die Freudsche Theorie die, wenn man so will, größte Theorie ist, also die den weitesten Bogen spannt und versucht, Menschsein als Ganzes ein Stück weit theoretisch auch zu fassen. Ich glaube, dass das, wenn man so will, auch die Wahlverwandtschaft zwischen Sozialismus und Tiefenpsychologie ist, dass beide ein holistisches Denken darstellen und beide sozusagen in der Versuch, das zusammenzubringen, versucht haben, Defizite des eigenen Denkens durch den jeweils anderen auch ein Stück weit zu kompensieren. Das Problem dabei ist, dass die Tiefenpsychologie von Freud heute eigentlich nicht mal als wissenschaftlich angesehen wird. Ja, sie ist Psychologie historisch relevant, sie spielt auch noch in der praktischen Psychologie oder in der Therapie, Psychotherapie durchaus eine Rolle, ist auch in den Universitäten jetzt nicht völlig aus dem Raster gefallen, aber die Mehrheit der Psychologen sieht schon die Psychoanalyse eigentlich nicht mehr als eine vollwertige Theorie für die Gegenwart an. Ja, also sie ist doch in vielen Punkten auch kritisierbar, hat selbst auch noch stark den Zeitgeist des späten 19. Jahrhunderts in sich, das symbolistische Denken, das spätromantisch-symbolistische einerseits, das, wenn man so will, vulgär materialistische, andererseits, das geht bei Freud eine ganz eigentümliche Symbiose ein. Man muss aber doch konstatieren, dass das Freudsche Menschenbild als Ganzes doch auch heute als hochproblematisch anzusehen ist. Deswegen ist dieser Versuch sozusagen den Sozialismus, was das Menschenbild anbelangt, durch Freud zu ergänzen. Der Versuch muss doch eigentlich im Großen und Ganzen als gescheitert angesehen werden, was nicht heißt, dass einzelne Gedanken und Überlegungen aus solchen Diskurskontexten nicht auch irgendwo sinnvoll sein können und auch Querverbindungen herstellen, die es durchaus wert sind, verfolgt zu werden. Also einer, der das zum Beispiel auch, der an der Stelle auch zu nennen ist, ist der Wilhelm Reich, ja, also der war einerseits Kommunist, aber eben auch Tiefenpsychologe, der hat eben auch hier versucht, diesen Spagat eben hinzubekommen. Aber auch Wilhelm Reich ist jetzt ja schon auch jetzt nicht unbedingt die Gegenwart. Ne? Also bezogen auf die Gegenwart hat sich aber nach dem, was ich weiß oder nach dem, was ich wahrnehme, dieses grundlegende Defizit des linkssozialistischen Denkens nicht wirklich aufgelöst und die Kritik bleibt heute eigentlich weitgehend noch gültig, dass man sagt, was das Menschenbild anbelangt, ist das einfach zu simpel. Vor allem, wenn dann eben sehr weitreichende Konsequenzen auch aus der politischen Ideologie gezogen werden, massive Eingriffe in die Gesellschaft, Social Engineering, wenn das eben auf Grundlage eines zu einfachen und zu primitiven Menschenbildes geschieht, ja, dann muss es einen nicht wundern, wenn die daraus gezogenen Konsequenzen letztlich ganz anders ausgehen, als man sich das gedacht hat. Ja. Ganz konkret möchte ich mal anzeigen, wie man sozusagen, wo das schief gehen kann und wo das meines Erachtens auch schief gegangen ist in der Geschichte. Man kann ja fragen, warum ist immer wieder, wie es dann sozusagen in linken Diskursen mithin heißt, der Sozialismus oder Marxismus missbraucht worden, ja, und in Diktatur geendet. Das war ja nicht einmal so, sondern es ist eigentlich
fast die Regel so gewesen, dass der Sozialismus, die sozialistischen Revolutionen dann in Diktaturen geendet sind. Ja, ich glaube, dass das schon das einfach mit anthropologischen Grundgegebenheiten zusammenhängt, die gar nicht so hochtragend sind, die man relativ leicht verstehen kann, wenn man sich mal überlegt, dass die meisten Sozialisten eigentlich agnostisch, atheistisch eingestellt sind. Also traditionell metaphysisch-religiösen Konzepten eher kritisch bis ablehnend gegenüber eingestellt ist. Und da natürlich auch ein attraktives Angebot gemacht, Stichwort so Vulgärsozialismus als sozusagen eine neue Religion oder Religionsersatz, je nachdem wie man das sieht. Habe ich ja schon öfters auch thematisiert, ist jetzt hier nicht, will ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Naja, und wenn man sich dann mal einfach in die Psyche eines Revolutionärs oder einer revolutionären Clique hineinversetzt, ja, man war erfolgreich, die Ressourcen eines Landes hält man in den Händen, ja, und wenn man dann überlegt, naja gut, man hat jetzt vielleicht noch 30, 40 Jahre zu leben und danach ist nichts, ja, kein Gericht und kein Jenseits und was auch immer, naja, da ist eben die Versuchung sehr groß zu sagen, ach, was soll der ganze Käse? Ich will jetzt einfach das Leben genießen. Ich habe den Zugriff auf die Ressourcen und den nehme ich mir jetzt auch. Und ich glaube, diese Art des Korruptwerdens von Revolutionen, von linken Revolutionen, hat sich regelmäßig ereignet aus den, ja, wie soll ich sagen, aus den naheliegenden Überlegungen, die ich hier angestellt habe, dass eben letztlich es ja keine metaphysisch begründete Moral gibt in so linkssozialistischen Ansätzen. Und wenn man dann die Macht errungen hat, doch im Grunde genommen der Egoismus und der Hedonismus stärker ist als die altruistischen Tendenzen. Ja. Und dass dann sehr schnell aus linken Idealisten auch, ja, ich will mal sagen, korrupte Systemleute werden, ne? Dass das also eine Entwicklung ist, die doch mit einer gewissen Zwangsläufigkeit geschieht, die jetzt nicht zwingend bei allen, es mag welche auch geben, die den Idealismus über die Revolution hinweg aufrechterhalten können, aber ich glaube, dass wahrscheinlich eine Mehrheit auf dem Sinne sozusagen dann im Grunde genommen implizit alte hierarchische Strukturen dann auch wieder reproduziert, allein deswegen, weil man eben sich einen Vorteil dann auch in Anspruch nimmt. Ja, ist deswegen linkssozialistisches Denken völlig überflüssig oder verfehlt? Ne? Ich glaube nicht. Was ich beim linken Denken eigentlich immer schätze, sind doch Analysen, wenn sie wirklich auch dieses Wort verdienen. Also wenn man wirklich was ich in der Regel relativ hoch schätze, sind kritische Bemerkungen, also auch bezüglich der bestehenden Verhältnisse von linker Seite. Da kann man in der Regel relativ viel mit anfangen, beziehungsweise aus linkem Denken ist da auch relativ viel gekommen in der Vergangenheit. Ob das in der Gegenwart immer so ist, sei mal dahingestellt. Nur die Therapie, mit der Therapie bin ich dann eben häufig nicht einverstanden, beziehungsweise vertrete dann doch den Standpunkt, dass man nicht zu große gesellschaftliche Veränderungen verordnen sollte, durchdrücken sollte, Social Engineering auf eine links-progressiv-autoritäre Weise. Da bin ich tendenziell vorsichtig, was jetzt anarchistische Ansätze anbelangt. Ja, da ist dann auch immer in der Praxis ist äußerst schwer, solche anarchistischen Ansätze irgendwo Wirklichkeit werden zu lassen. Da in Seattle, diese autonomen Zonen, haben das ja zum letzten Mal auch bewiesen, dass man mit, ich will mal sagen, naiven Gutmenschentum dann nicht zwangsläufig automatisch die bessere Gesellschaft eben entsteht. Ja, nochmal eine Überlegung zu der Frage, bin ich ein Sozialist? Also ich sehe mich nicht als Sozialismus, aber als Sozialist, aber im Sinne der radikalen Mitte, um das nochmal zu erläutern, sind für mich die großen ideologischen, weltanschaulichen, politischen Lager, Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus jetzt nicht per se wahr oder falsch, sondern es sind unterschiedliche Perspektiven auf Gesellschaft, die aus der unterschiedliche, ja, ich will mal so sagen, Therapien auch erwachsen,
Und was in der Praxis dann angebracht ist, hängt eben auch vom Gesamtzustand der Gesellschaft ab. Was ich jetzt hier nicht thematisiert habe, ist, dass natürlich das, was man so als linksliberalen Mainstream bezeichnet, Spiegel, Zeit, Süddeutsche etc., dass das natürlich dem Narrativ nach zwar links ist, progressivistisch, humanistisch etc., aber so wie es sich in der gesellschaftlichen Praxis auswirkt, doch sehr elitekonform den Status quo verteidigt und im Grunde genommen kein Sand im Getriebe der Gesellschaft ist, sondern Öl im Getriebe der Gesellschaft und das, was linker Selbstanspruch mal war, nämlich die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch in Frage stellen. Das ist, glaube ich, von Großteil der politischen Linken heute nicht mehr zu erwarten. Und man kann darüber streiten, ob der Begriff links da überhaupt noch angemessen ist, wenn doch der strukturkonservative und autoritäre Charakter so dominierend ist, wie das, glaube ich, in der Gegenwart auch der Fall ist. Ja, mal ein Kommentar ohne Quellen, aber ich denke, das ist nochmal für mich persönlich, habe ich in den letzten Tagen über das Thema nachgedacht und wollte euch an meinen Überlegungen Anteil haben. Ja, schön, dass ihr da wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, ihr kennt den Spruch. Und bis zum nächsten Mal.